Hey Leute, Kanye West ist einer der bekanntesten amerikanischen Rapper. Doch ist er einer der größten Künstler unserer Zeit oder einfach nur größenwahnsinnig? Dieser Frage gehen wir heute gemeinsam auf den Grund. Viel Spaß beim Video. Kanye West musiziert, entwirft Mode und Häuser und er veranstaltet Gottesdienste. Gerade wollte er Präsident der USA werden und er gibt immer wirres Zeug von sich. Seine Eltern müssen eine Vorahnung gehabt haben, denn sein Vorname stammt aus Suheli und bedeutet so viel wie der Einzige oder der Alleinige. Und das passt gut zum messianischen Auftreten von Kanye West, dem Popstar, Modedesigner und Präsidentschaftskandidaten mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Wyoming. Wegen seiner oftmals verrückten Auftritte und Äußerungen halten ihn viele für einen größenwahnsinnigen Spinner mit Jesus-Komplex. Dabei zählt er zu den innovativsten und vielseitigsten Künstlern der Gegenwart. Er macht Musik, die ihrer Zeit voraus ist, entwirft Schuhe, Häuser und religiöse Gewänder. Sogar eine Kirchengemeinde hat er gegründet. Geht es noch eine Nummer größer? Das scheint die Frage zu sein, die ihn am meisten antreibt. Machen wir einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2009 nach Paris. Auf der Fashion Week sorgt eine Gruppe schwarzer Männer für Kopfschütteln und Erheiterung. Kanye West und seine Crew stechen heraus aus dem konservativen Publikum. Ihre Anzüge sind schrill, ihre Sonnenbrillen riesig. Heute gilt West als Moderevolutionär. Nach Sneaker-Kooperationen mit Nike und Louis Vuitton tut er sich mit Adidas zusammen, gründet die Marke Yeezy und lanciert eine komplette Modekollektion. 2015 begründet der Yeezy Boost 350 den bis heute anhaltenden Trend zur Schlauchbootsohle. Jeder der inzwischen knapp 30 verschiedenen Farbvarianten war innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Kanye West präsentierte seine erste Kollektion als Mega-Spektakel vor Zehntausenden Fans und widersetzte sich den bestehenden Konventionen der Modeindustrie, die üblicherweise auf kleine und elitäre Präsentationen setzt. Adidas zieht sich nach einer Saison zurück. Eine erneute Zusammenarbeit mit Louis Vuitton scheiterte am Veto des Aufsichtsrats des französischen Luxuskonzerns. All das kann Kanye West nicht stoppen. Zu Louis Vuitton hat er jedoch wieder einen guten Draht. Sein Kumpel Virgil Abloh ist seit 2018 Chefdesigner der Männerkollektion. Der trug beim Gruppenausflug 2009 in Paris eine knallblaue Daunenweste. Den Grundstein für sein Imperium legte West als Musiker. Er gehörte zu den wenigen Künstlern, die wegweisende Musik machen und trotzdem kommerziell erfolgreich sind. Ab 2000 prägte er den Sound des modernen Hip-Hop, um ihn später zu dekonstruieren, etwa auf dem elektronisch-minimalistischen Album 808 and Heartbreak. Mit seinem Debütalbum College Dropout von 2004 trat er nach Jahren als Produzent erstmals als Rapper in Erscheinung und heimste damit gleich zwei Grammys ein. Bislang hat er 9 Studioalben veröffentlicht. Viele davon sind als chronologische Erzählungen aufgebaut. In den Texten offenbart West schonungslos sein Seelenleben. Der kreative Output ist enorm, wird aber immer wieder von Selbstzweifeln überschattet. 2016 stellte er mit The Life of Pablo das Album als solches in Frage. Es wurde nämlich ausschließlich digital veröffentlicht und blieb ein Work in Progress, an dem West sogar noch 2 Jahre nach dem Erscheinen Änderung vornahm. Im Juli letzten Jahres sollte ein Album namens Donda with Child erscheinen. Darauf warten die Fans bislang doch vergeblich. Gegenüber dem BBC erklärte Kanye West 2013, er mache zwar Musik, wolle sich aber nicht auf eine Form der Kreativität beschränken. Im selben Jahr folgte ein architektonisches Manifest, ehe er 2018 das Gestaltungsbüro Yeezy Home gründete und gemeinsam mit dem Designer Jael Pareza kostengünstige Fertighäuser aus Beton entwarf. Die Yeezy Shelters sind kugelförmige Hütten, die stark an die Behausung von Luke Skywalker in Star Wars erinnern. Die Öffnungen in ihren ovalen Dächern können auch als Referenz an die Sky-Monumente des Licht- und Raumkünstlers James Turrell verstanden werden, den West seit Jahren verehrt. Mit Jesus Walks veröffentlichte er bereits am Anfang seiner Karriere einen Song mit religiösem Bezug. Auf dem Album Jesus inszeniert sich Kanye 10 Jahre später selbst als Messias. Die Hinwendung zum Spirituellen spielte im Laufe seiner Karriere eine immer größere Rolle. Seine Söhne nannte er Psalm und Saint. Und während auf seinen früheren Veröffentlichungen viel geflucht wurde, ist er mit seinem letzten Album Jesus is King bei Gospel angekommen. Er veranstaltet jetzt wöchentliche Gottesdienste, genannt Sunday Services, an denen zunächst nur geladene Gäste teilnehmen durften. Auf dem Coachella Festival 2019 trat West mit seinem Sunday Service Chor erstmals vor einem großen Publikum auf, und das an einem Ostersonntag. Die Sänger sind in Kutten gehüllt,
die West natürlich selbst entworfen hat. Gemeinsam singen sie klassische Gospel-Songs, aber auch Wests eigene Stücke. West schien es auch mit seiner Präsidentschaftskandidatur ernst zu meinen. Auf einer Wahlkampfveranstaltung brach er in Tränen aus und machte wirre Aussagen zum Thema Abtreibung und über die schwarze Freiheitskämpferin Harriet Tubman. Seine Frau Kim Kardashian, mit der West seit 2013 das schillerndste Paar der Popkultur bildet, bittete via Instagram um Verständnis. Kanye sei ein brillanter, aber komplizierter Mensch, der unter einer bipolaren Störung leide und dem nur geholfen werden könne, wenn er selbst Hilfe zuließe. Schon zuvor gab sein psychischer Zustand vielfach Anlass zu Sorge und Spekulationen. 2016 musste er eine Welttournee wegen einer akuten Psychose abbrechen und sich einweisen lassen. Auf dem Cover seines Albums Ye schrieb er mit neongrüner Schrift »I hate being bipolar, it's awesome«. Kanyes Zuflucht im dünn besiedelten US-Bundesstaat Wyoming, in einer paradiesischen Gegend, die als Zufluchtsort für weiße Milliardäre gilt. Auf der Diamond Cross Ranch präsentierte er vor 2 Jahren sein neues Album bei Rippchen und Lagerfeuer und ließ dafür 200 Journalisten und Influencer in Privatjets einfliegen. Seine Gäste bringt er regelmäßig in 2 Best Western Hotels im 10.000 Einwohnerort Cody unter, die von einem Urenkel von Buffalo Bill betrieben werden. Als Fazit lässt sich sagen, dass Kanye ein äußerst kreativer und innovativer Künstler ist. Manchmal dreht er jedoch ein bisschen durch. Was haltet ihr von Kanye West? Schreibt's uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.